Hallo Leute, willkommen zu Let's Play 12 von Star Wars Battlefront von den Kampagnenmissionen. Wir haben letzte Folge die normale Story fertig gemacht und werden nun die nächste Story von der Kampagne beginnen. Wir sehen uns aber gleich nach dem Intro wieder. Geiles Bild. Hatten wir das nicht schon? Ah ja. Okay. Kiraras um jeden Kloster. Ah ja, okay. Als ich sagte, wir könnten Manöver üben, habe ich was anderes gemeint. Ist schon okay, Mom. Sei nicht so eine alte Dame. Alte Dame? Diese alte Dame erzählt dir gleich was übers Fliegen. Also pass auf. Ein Signal von der Corvus. Dein Dad ist doch erst in ein paar Tagen zurück. Alten, hier ist Triff. Ich schicke dir jetzt Koordinaten. Ich muss dich sehen. Sind unterwegs. Wie? Er ist Onkel geworden? Wo ist deine Mom? Die sucht ihren Mann. Schön, dich zu sehen, Schiff. Wo ist er? Ich bin für den Widerstand Gerüchten nachgegangen im Jinata-System. Es geht um ein Projekt namens Wiederbelebung. Personen verschwinden und General Organa glaubt, dass die Erste Ordnung vielleicht dahinter steckt. Ich war überrascht, als meine Scanner die Corvus auf Pilio outeten. Was hast du gefunden? Gar nichts. Das Schiff war leer und auf dem ganzen Planeten Tagebau. Ich habe überall gesucht, aber kein Zeichen von Dell. In den Schiffslogs habe ich damit das gefunden. Also vor Pilio war Dell auf Atula, einem Planeten am Rand des Systems. Dort muss jemand wissen, was mit Dad ist. Hoffentlich. Denn es ist unsere einzige Spur. Shriff, nimm Kurs auf Atula. Gerne. Tula. Corvus, endlich. Haben Sie die Leute auf Pilio gefunden? Halt, wo ist Dell? Dell ist nicht hier. Hat er Sie geschickt, um uns zu helfen? Die Jinata-Sicherheit hat schon so viele Familien entführt und wir sind verzweifelt. Jemand unterbricht das Signal. Das sind Jinata-Sicherheitsschiffe. Labs-Truppen. Was ist hier los? Wir haben Besuch. Shriff, ich brauche deine Erfahrung auf der Brücke. Say? Das kommt jetzt plötzlich, aber du bist soweit. Komm in den Hangar. Ja, Mann. Der Atulaner hat gesagt, die Jinata-Sicherheit entführt Familien. Ha, dahinter muss mehr stecken. So ist es. Hier spricht Lima Kai von der Opportunity. Ich rufe die Corvus. Ergebt euch, bevor es hässlich wird. Das wollte ich auch gerade sagen. Ha! Klepp sagte schon, dass sie stur sind. Aber hey, ich hab's versucht. Bis dann, Commander. No, okay. Was ist der Plan, Alten? Kannst du die Corvus längsseits der Fregatte bringen? Erst wenn die Schiffe ausgeschaltet wurden. Ich kann Asteroiden oder Lasern ausweichen, aber nicht beidem.
Sternenjäger und Transporter. Worauf soll ich mich konzentrieren? Sie müssen alle weg. Folge mir einfach und achte auf die Asteroiden. Keine Sorge, Mann, hab eine Menge von dir gelernt. Selber schuld, wer fliegt schon so alte Kisten? Alt muss nicht schlecht sein. Alles, was schießt, ist gefährlich. Weiter so, Mom! Wir sind doch die einzigen, die hier schießen, oder? Ja, jetzt. Okay. Was ist der Plan, Alben? Kannst du die Corvus längsseits der Fregatte bringen? Erst wenn die Schiffe ausgeschaltet wurden. Ich kann Asteroiden oder Lasern ausweichen, aber nicht beidem. Ich orte Sternenjäger und Transporter. Worauf soll ich mich konzentrieren? Sie müssen alle weg. Folge mir einfach und achte auf die Asteroiden. Keine Sorge, Mom, hab eine Menge von dir gelernt. Wir müssen die Sternenjäger ausschalten. Ich warte auf dich. Ja. Na, okay, dann schalten wir die Schiffe aus, oder? Ihr habt ja bitte gesagt, oder? Nur noch der und dann haben wir es. Greifen uns diese Transporter etwa an? Es gibt heute praktisch nur noch bewaffnete Träger. Wir kümmern uns darum. Seht zu mir, wir erledigen die Transporter. Thank you.
Irgendwas machen wir falsch, oder? Was ist das? Also, Pilot der Corvus würde mir schon Gedanken machen. Greifen uns diese Transporter etwa an? Es gibt heute praktisch nur noch bewaffnete Träger. Wir kümmern uns darum. Sei zu mir. Wir erledigen die Transporter. Was? So, nur noch ein. Sie meinen Projekt Wiederbelebung? So nennt es Glad. Ich nenne das Kind beim Namen. Schwarzhandel. Nee, du brauchst gar nichts mehr, oder? Und nur eins ist schon, oder?
Ordnung. Lima Kai, ich gebe Ihnen eine letzte Chance aufzugeben. Dafür bezahlt Cliff mich nicht. Sie bezahlt mich für einen Job und den werde ich erledigen. Nein, Lima Kai ist in einem modifizierten N1-Sternenjäger unterwegs zu dir. Und er hat schwere Sternenjäger zur Verstärkung dabei. Ich denke Lima Kai ab, du erledigst die anderen. Hey, warte! Zu spät! Ah ja. Viele von denen fliegen dann hier noch herum. Hast du fertig mit deinen Freunden? Ich arbeite daran. Das wäre echt hartnäckig, Leute. Weichen Sie dem hier mal aus! Achtung, da hinten! Hä? Ich hab hier was für Sie! War das etwa ein Blindgänger? So, ist er wieder. Bewegung ein! Wissen Sie, ich habe den Job nur übernommen, weil es hieß, er sei einfach. Feste Bezahlung, warme Mahlzeiten, kaum Leute, die mir in den Rücken fallen wollen. Aha. In meiner Branche ist das praktisch Ruhestand. Sie ruinieren meinen Ruhestand! Ja, die möchten auch gerne auf den Job. Weichen Sie dem hier mal aus! Wo ist der? Wir erwischen dich noch nicht, oder? Achtung, Mann! Genau, Mann, und dann... Ah, verdammt!
Ich auch. Ich hol mir die Fregatte. Warte. Es ist vorbei, die Opportunity hat sich gerade ergeben. Was? Kaum ist der Anführer, aber geben sie einfach auf? Ich könnte Ihnen gesagt haben, dass alle unsere Erschütterungsraketen sofort abfeuerbereit sind. Say, die Corvus ist seit Jahrzehnten unbewaffnet, das weißt du. Ja. Aber die wissen das nicht. Nein, tun sie nicht. Gut gemacht, Soldat. Das ist nicht alles. Sie haben alles gestanden. Glab hat Dale abgefangen, als er über Projekt Wiederbelebung stolperte. Wo ist sie? Das glaubst du mir nie. Ja, Leute, das war's mit Let's Play 12. Wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Bis bald bei euren GIF Games. Ciao!